Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute geht es um das Thema Chroma Key und Chroma Key ist eine schöne Spielerei, die der PowerDirector anbietet, die natürlich auch andere Schnittprogramme anbieten, wo man einfach seine Kreativität ein bisschen ausleben kann. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu viel Kreativität wird, sodass sich der Zuschauer daran müde sieht. Aber hin und wieder kann man es ganz gut nutzen. Ich werde euch erklären, was die wesentlichen Unterschiede zwischen einem grünen Hintergrund und einem blauen Hintergrund sind und was in der Postproduktion alles dabei zu beachten ist und wo natürlich dann auch die Grenzen auftreten. Weiterhin werde ich euch zeigen, was ihr benötigt, um ein solches Verfahren zu realisieren, sprich, wo kriegt ihr so einen grünen Hintergrund her, wie stellt ihr den am besten auf? Und was natürlich noch wichtig ist, mit welcher Beleuchtung könnt ihr das am besten umsetzen. Als nächstes werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich es aufgebaut habe. Das kann natürlich jeder nach seinen Gegebenheiten anpassen. Das ist aber eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit, dieses Verfahren anzubieten. Was ihr braucht, ist einen grünen Hintergrund und ihr braucht ein Stativ. Und zwar in dem Fall ist es ein Lampenstativ, das kriegt ihr aber auch schon für schmales Geld. Und zum Schluss braucht ihr die richtige Beleuchtung, dass nämlich der grüne Hintergrund entsprechend gut ausgeleuchtet ist. Mit diesen drei Sachen könnt ihr dann auch schon starten. Mit den Videoaufnahmen und in der Postproduktion eurer Fantasie sind dann keine Grenzen mehr gesetzt. Was dann in der Postproduktion notwendig ist, das erkläre ich euch natürlich auch. Aber eins nach dem anderen. So, bis gleich. Der Hintergrund, den ich verwende, ist zweifarbig, deswegen seht ihr hier die Rückseite in blau. Das heißt, das kann man sehr flexibel verwenden. Das Lampenstativ trägt das Gewicht von 490 Gramm sehr stabil. Da gibt es keine Probleme. Das ist eine Eigenkonstruktion, eine Schnur, Kabelbinder und in die Schlaufen gesteckt und schon hält der Hintergrund. Vorteil ist, man ist sehr flexibel, was das Auf- und Abbauen betrifft und kann es schnell wieder wegräumen. Hier sieht man zum Beispiel, was nicht passieren soll, dass nämlich die Sonne extrem die Belichtung des Hintergrundes beeinflusst. Somit musste ich warten, bis die Sonne nicht mehr geschienen hat, um dann eine gleichmäßige Ausleuchtung des grünen Hintergrundes zu garantieren. In dem Video möchte ich euch zeigen, welche Hintergründe welche Ergebnisse liefern, was dann letztendlich auch die bessere Farbe ist, auf welche Kleidung man achten sollte, wie zum Beispiel hier ein weißes Hemd vor einem blauen Hintergrund funktioniert und natürlich, welche Einstellungen in der Postproduktion alles noch möglich sind. Mit einem Doppelklick auf die Videospur kommt ihr in den Bild-in-Bild-Designer und dort findet ihr auch, wenn ihr runterscrollt, auf der linken Seite den Chroma Key-Effekt, den ihr dann entsprechend mit einem Haken auswählen könnt. Ihr nutzt die Pipette, um dem Programm sagen zu können, welche Hintergrundfarbe verändert werden soll. In dem Fall ist es die blaue Hintergrundfarbe und die wird jetzt durch ein Schwarz ersetzt. Mit diesen Reglern habt ihr die Möglichkeit, das Ergebnis zu verbessern, die Kanten hervorzuheben, das Schwarz genau abzugrenzen, aber auch, wie man hier sieht, zum Beispiel ins Negative zu gehen, weil das weiße Hemd verschwindet dann, genauso wie aus einem schwarzen Hintergrund dann ein fleckig grauer Hintergrund wird. Im Detail betrachtet sieht man hier auf meinem weißen Hemd deutlich die schwarzen Flecken, da wo die Maus gerade ist, was natürlich nicht schön ist und das ganze Ergebnis extrem unprofessionell wirken lässt. Das Ganze gucken wir uns nochmal im Detail an und hier kommen die schwarzen Flecken ganz deutlich hervor, was für eine Weiterverwendung einfach nicht funktioniert. Egal wie man es dreht und wendet und an den Reglern versucht, ein optimales Ergebnis zu erzielen, leider wird man hier enttäuscht und es bleiben immer suboptimale Ergebnisse übrig. Bevor wir jetzt aber so tief in die Qualitätsbeurteilung einsteigen, möchte ich euch natürlich erstmal zeigen, wie man überhaupt den Chroma Key-Effekt anwendet in PowerDirector Version 15. Das heißt, ihr belegt eigentlich zwei Spuren, nämlich die Hauptspur mit dem grünen oder blauen Hintergrund und dann natürlich das einzufügende Bild. Ihr könnt natürlich auch Videomaterial einfügen.
Ich habe mich jetzt hier für Hintergrundbilder entschieden, wo ich auf einem Fotoworkshop war, auf der Burg Eppstein. Das heißt, ihr ladet die Bilder einfach in euer Medienraum hoch, ladet sie auf eine weitere Spur. Nur müsst ihr jetzt bedenken, dass das Spurmanagement wieder wichtig ist. Und zwar, die zweite Spur liegt über der ersten Spur. In dem Fall ist das Hintergrundbild Spur Nummer 1, weil es liegt dahinter. Und meine Aufnahme mit mir und dem grünen Hintergrund ist dann die Spur Nummer 2 und liegt oben drüber. Dadurch, dass ich den Chroma Key Effekt bereits angewendet habe, sprich ich habe den blauen Hintergrund ausgewählt und über den Effekt Chroma Key Farbe ersetzen schon zugeordnet, weiß jetzt das Programm automatisch, dass das Bild, nämlich die Burg, hier in den Hintergrund zu legen ist und ersetzt die blaue Farbe. Jetzt sieht man hier, dass ich noch weitere Bilder eingefügt habe, um einfach während des Videofilmens ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Mit einem Doppelklick auf die Filmdatei kommt man dann in den Bild-in-Bild-Designer und dort ist dann der Chroma Key-Effekt vorhanden. Ein bisschen runterscrollen. Hier probiere ich nochmal, es zu optimieren, dass wirklich keine störenden Flecken oder sonst irgendwas auf dem Hintergrundbild zu sehen sind. Das gelingt mir so ein bisschen. Allerdings, je mehr ich an den Reglern spiele, desto kritischer werden dann andere Bildbereiche. Das heißt, das eine verbessere ich und das andere verschlechtere ich. Also im Endeffekt ist es kein gutes Ergebnis, was ich hier erzielen kann. Gerade wenn man ins Detail geht, sieht man doch, wie schlecht das Programm hier die Kantentrennung vornimmt. An meinem Kopf sieht es nicht gut aus, auch wenn ich hier nochmal an den Reglern versuche, das Optimum herauszuholen. Es wird einfach nicht besser. Trotz diverser Regler, die ich versucht habe, sehr fein einzustellen, sind weiterhin die schwarzen Flecken auf meinem weißen Hemd zu sehen. Im Endeffekt kann ich nur sagen, mit einem blauen Hintergrund und einem weißen Hemd kann man leider keine guten Bluescreen-Ergebnisse erzielen. Als ich dann noch einen weiteren Gegenstand, nämlich meine Videokamera, mit ins Bild geholt habe, dann sieht man viel deutlicher, wie schlecht die eigentliche Trennung von dem Hintergrund und dem Vordergrund erfolgt anhand der Videokamera, die einfach teilweise verschwimmt. Wenn ihr auch Lust habt, eine Chroma Key-Aufnahme richtig zu machen, dann habe ich nochmal zum Abschluss folgende Tipps für euch. Chroma Key heißt zu Deutsch eigentlich nur farbbasierte Bildfreistellung. Die am häufigsten verwendeten Farben sind Grün und Blau, da sie sich farblich deutlich vom Hautton abheben. Greenscreens und Bluescreens sind zum Beispiel in Fernseh- und Filmproduktionen im Einsatz. Im Fernsehen wird Chroma Key häufig bei Nachrichtensendungen oder dem Wetterbericht eingesetzt, um Hintergrundbilder und Animationen einzubauen. Ziel ist hier oft ein Freistellen in Echtzeit, ein sogenanntes Live-Keying. Hintergründe können blau, rot oder grün sein. Theoretisch jede gleichmäßige Farbe, die sich nicht in den zu filmenden Gegenständen befinden. Für Menschen eignen sich vor allem blau und grün, weil sie im Farbraum am weitesten weg von der menschlichen Haut sind. Rot hat sich bei den Chroma Key-Farben als dritte Variante manifestiert, ist aber in der Farbmischung für den europäischen Hauttypen ungeeignet und das Freistellen wird schwieriger. Dunklere Hauttöne oder Produkte lassen sich mit einem Red Screen gut freistellen. Die Wahl der richtigen Oberfläche ist genauso zu beachten. Also sollte der Hintergrund, abgesehen vom Farbton, glatt und eben sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Papier, eine gemalte Wand oder Stoff verwendest. Ein faltiges Tuch oder zu stark reflektierendes Papier wirkt dagegen nicht funktionieren. Der Hintergrund muss glatt und gleichmäßig aussehen. Die richtige Beleuchtung ist entscheidend, wenn es darum geht, einen professionellen Look zu erreichen. Du kannst die teuerste Kamera und das beste Schnittprogramm der Welt besitzen. Das hilft alles nichts, wenn dein Wohnzimmer bzw. das Studio unzureichend mit Licht versorgt wird. Oder wenn zu viel Sonnenlicht auf eine bestimmte Stelle auf den grünen Hintergrund auftritt, wie das bei mir zum Beispiel der Fall war. Das Grün des Hintergrundes muss eben und vom Scheitel bis zur Sohle sowie auch an den Außenrändern gleichmäßig und ausgewogen sein. Nur so erreicht man ein schnelles und präzises Chroma Keying, also das Freistellen des Objektes. Um eine weiche Beleuchtung auf der gesamten Wandfläche hinzubekommen, kannst du Diffusoren oder indirektes Licht einsetzen.
Das heißt, das Licht strahlt die Decke an und die Decke reflektiert indirekt das Licht. Der Greenscreen kann mit zwei satten LED-Lichtern jeweils von links und rechts gut beleuchtet werden. Damit schafft man eine harmonische und recht ausbalancierte grüne Wand. Eigentlich sollte der Abstand zwischen Moderator und Greenscreen etwas größer gewählt werden, um Schatten zu vermeiden. In der Praxis im Wohnzimmer ist das allerdings schwer umzusetzen. Also bei der Ausleuchtung darauf achten, dass keine allzu großen Schatten entstehen. Das Licht sollte eine Temperatur von ca. 5500 Kelvin, also Tageslicht, haben. LED-Lampen sind hierfür bestens geeignet. Die Videoqualität ist auch zu beachten, am besten in 4K, beziehungsweise so hoch die Qualitätseinstellungen wählen, die in der Kamera möglich sind. Je höher die Bitrate, desto mehr Farbinformationen liegen beim Keying dann zur Verfügung, um Personen freizustellen. Die Belichtung der Kamera ist auf jeden Fall manuell einzustellen. Das heißt, bitte keine Automatiken verwenden, sondern die Belichtung ist der jeweiligen Lichtsituation anzupassen. Das hängt in erster Linie von den eingesetzten Lichtquellen ab. Das Grün darf nicht überbelichtet erscheinen. Aus Grün wird dann nämlich weiß. Ist es zu dunkel, wird aus Grün irgendwann mal schwarz. Auch muss der Protagonist richtig ausgeleuchtet werden. Der Shutter. Hier gelten die üblichen Regeln, sprich ein 60stel bzw. das Doppelte der aufgenommenen Frames. Also bei 30 Bildern ist das dann ein 60stel. Bei 60 Bildern kann es dann auch ein 120stel sein. Besser aber auf ein 60stel bleiben, um weiche Bewegungen zu realisieren. Blende. Ist fast egal. Etwas Tiefenschärfe ist zu favorisieren, um die Kanten zum Beispiel an Schultern besser hervorzuheben. Das heißt, ein Blendenwert von 4,5,6 ist ein guter Wert. Bevor es dann final losgeht, alles einmal ausprobieren, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Bei jeder Aufnahmesituation sind immer Abweichungen einzuplanen, zum Beispiel durch Sonne, die hereinscheint. So, das waren meine Tipps zum Thema Bluescreen, Greenscreen und Chroma Keying im PowerDirector Version 15. Ich hoffe, ich konnte euch offene Fragen beantworten und bedanke mich für das freundliche Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.